abgeriegelt. Okay, dann kannst du sie laufen lassen, prima. Hier sehen wir ein sicherlich 5-Gang veranlagtes Fohlen mit viel Tölt, Trab, gute Gangverteilung. Mittelhoch, mittelweite Bewegung, ganz gute Aufrichtung, auch im Moment noch so ein bisschen fest im Genick. Ein ganz schneller Tölt, auch gutes Tempo im Tölt und im Trab. Wenn man hier die Hinterhand beobachtet, sieht man, dass die Hinterhand im Moment so ein bisschen hinterherläuft, nicht ganz gut trägt, sondern mehr schiebt. Später so ein bisschen wichtig für die langsamen Gänge, da wo die Pferde sich viel auf der Hinterhand tragen müssen. Da muss man viel dran üben bei solchen Pferden. Denn mehr Schubkraft, ich denke, der wird mal einen ganz guten Rennpass vielleicht kriegen. Ja, wir können die. Gute Möglichkeiten auch mal im Trab zuzulegen. Was das andere Fohlen so ein bisschen viel hatte, hat er ein bisschen wenig, merkst du diese Energie und okay, ich glaube, wir können die Mutter dann wieder reinholen. Wir haben jetzt hier nochmal gesehen, dass er auch sich selbstständig präsentieren kann. Bisschen Hilfe vom